10 Minuten anfangen. Okay, es geht los. So, ne? Na los, mach hin! Gleich, gleich, warte noch mal, jetzt. Nicht, Mann. Warte, wo ist denn der Schalter? Ja, denk mal, ich hab ihn doch. Komm, ich helf dir! Ruhe! Kamera läuft. Lehrfilm der Gruppe 36, 51.1, die erste. Ich schlaf die Klappe, wa? Stimmt das überhaupt? Berlin im Sommer 87. Die alliierten Besatzungsmächte haben die Stadt fest im Griff. Nahezu alle besetzten Häuser sind geräumt. Nur ein kleiner Straßenzug im amerikanischen Sektor leistet noch immer Widerstand gegen die Räumungspläne des Berliner Senats. Machnowstraße, Postbezirk SO36. Machnowstraße haben wir Arbeit noch anständige Wohnungen. Sie ergeben sich der Trunksucht oder verbringen ihre Tage mit der Einnahme von Betäubungsmitteln. Nicht wenige dieser Chaoten machen sich der Sachbeschädigung schuldig. Andere erregen öffentliches Ärgernis oder sie leisten gar Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Diese jungen Menschen sind politisch fehlgeleitet und sexuell verwahrlost. Sie wirken ungepflegt und stellen eine Gefahr für die Stadthygiene dar. Aber die jungen Menschen kann ja helfen werden. Die sollten mal was Sinnvolles tun, mal ein gutes Buch lesen oder mal eine kleine Bombe basteln, wa? Okay, Leute. Jetzt mal genau zuhören. Die Durchführung eines Brandanschlages erfordert einiges an Genauigkeit und Selbstdisziplin. Da die meisten von euch, wie ich, im Chemieunterricht gefehlt haben, hier die 5 goldenen Regeln, damit es trotzdem klappt mit dem militanten Widerstand. Regel 1. Anfänger sollten keine komplizierten Ziele wählen. Die Aktion muss aus sich heraus verstanden werden. Regel 2. Für Erklärungen gilt, keine handschriftlich verfassten Plakate. Typenräder und Farbbinder wegschmeißen, Schreiben mehrfach kopieren und vor allem nie die eigene Schreibmaschine verwenden. Regel Nummer 3. Materialien, die für die Aktion gebraucht werden, sollten bei verschiedenen großen Handelsketten besorgt werden. Als Behälter eignen sich leere Stahlflaschen, Feuerlöscher oder auch ein festschließender Schnellkochtopf. Regel 4. Möglichst nichts mit bloßen Fingern anfassen, da Spuren bleiben können, die später chemisch nachweisbar sind. Zur Not die Prinz mit Spüli abwaschen. Und hier kommt unser Rezeptvorschlag für ein einfaches Modell. Man nehme als Basis 10 Teile Puderzucker, extra fein. Und Salpeter gibt's in jedem Chemiekasten. Unkraut X aus dem Drogeriemarkt entzieht dem Gemisch im entscheidenden Moment den Sauerstoff. Scheiß auf die Imperialisten, Schweine! Regel Nummer 5. Leerstehende Häuser werden besetzt. Wenn nicht möglich, dann gibt's einen kleinen Denkzettel. Es geht voran!
war's für heute. Nieder mit den Imperialistenschweinen. Widerstand massenhaft. Und ihr wisst ja, was tun, wenn's brennt? Brennen lassen! Und das Wichtigste, Leute, das Timing. Tja, das muss halt stimmen. Der Reichstag verpackt war, fand manch einer. Elf europäische Länder begrüßen ihre neue Währung. Alle einzigen Kurse rechnet man ab jetzt nur noch in Euro. Ein absoluter Geheimtipp. Die Amerikaner sagten hier ja früher in jeder zweiten Villa. 45 haben die Grunewald gar nicht bombardiert, weil sie hier später selber wohnen wollten. Blockade, kalter Krieg, der Fall der Mauer, die Berliner Republik, hier draußen sah die weltpolitische Lage immer etwas friedlicher aus. Hören Sie es? Das ist die historische Stille. Sie sind der Erste, der einen Blick riskieren darf. Bis letzte Woche waren die Besitzverhältnisse vollkommen ungeklärt. Die Villa steht seit 88 leer. Jetzt bin ich selber neugierig. Diese Art Objekte mag ich inzwischen schon, ohne sie gesehen zu haben, allein die Lage. Na, wer sagt's denn? Seitdem wir Hauptstadt sind, ist der Wohnungsmarkt buchstäblich explodiert. Ich meine, ein bisschen was muss immer dran getan werden, nach 12 Jahren Leerstand. Aber bei der Lage... Armes Spreebogen, meiner Viertelstunde sind sie in Regierung geraten. Was glauben Sie, wie mir Ihre Kollegen aus dem Ministerium im Moment die Bude einrennen? Na, dann lassen Sie mal einen starken Mann ran. Oh la la. Na dann, willkommen im neuen Berlin. Verstanden. Komm auf die gute Seite! Heck auf den 17. Juni, weißt du noch? Die Macht der Straße und so weiter. Ali! Hey. Oh. Genau wie früher, wa? Ja, früher warst du auch nicht so fett, Alter. No, no. Und ab noch. Hey! Hey! Freunde! Wartet mal! Keine Zeit, Bülent! Ich muss mal mit euch reden! Wir müssen arbeiten, Bülent! Kann doch den Tausend abreißen, wenn Leute, die ja da drin noch wohnt, wa? Tja, hast dir hier echt eine Kackbude andrehen lassen. Aber es ist nicht unsere Schuld, wenn du dich über den Tisch ziehen lässt. Naja, Angebot. Pass mal auf. Eine Wohnung. Für euch. In Wedding. Alles gekachelt, hä? Wedding? Nee, käme da. Ohne Wald, das wär's. Spinnst du oder was? Was ist mit Miete? Komm, Bülent, kommt. Ich setze euch auf die Straße! Ja, ja.
Das kann Bülent nicht machen. Nicht mit dem behinderten Mitbürger. Und wenn ich was habe, dann ist es Sitzfleisch. Mach dir mal keine Sorgen. 4, 5 Jahre kann so ein Prozess leicht dauern. Das hält ja gar nicht durch. Ja, einfach den längeren Atem, verstehst du? Wirst du sehen. Wir sitzen noch mit 50 in der Machno. Verstehst du? So machst du mal ein 20. Anschlag die Hauptstadt in Angst und Schrecken versetzt. Eine Villa im Stadtteil Grunewald wurde von unbekannten Tätern in die Luft gesprungen. Wie durch ein Wunder wurden dabei nur 2 Personen leicht verletzt. Herr Polizeipräsident, ich muss schon neu sein. Wie geht es den beiden Verletzten? Für mich dieser Anschlag auf das Konto der Chaoten dieser Baustopp bewegt. Jeder linke Politjunkie bekommt heute Nacht Besuch von uns. Ich möchte, dass Sie jeden Treffpunkt der Szene auseinandernehmen. Wie soll das juristisch aussehen? Noch Fragen? Herr Polizeipräsident, gibt es schon konkrete Hinweise auf die vermutlichen Täter? Richter Niemeyer stellt ab 22 Uhr im Landgericht jeden Durchsuchungsbefehl aus, den wir brauchen. Und wenn Ihnen irgend so ein linker Vogel mit Bürgerrechten kommt, dann nehmen wir ihn in Beugehaft. Leiten Sie die neue Sonderkommission? Hey, ab! Ab! Hau ab! Hey. Los, ab mit dem! Hast du eine Telefonkarte? Meine ist alle. Nee, ich hab keine. Ist wichtig. Kannst bei mir telefonieren, ich wohne davon. Echt? Soeben hat eine Aktion des Kommandos Baustopp stattgefunden. Wir haben Karstadt befreit. Wir demonstrieren damit gegen das Schweinesystem am Potsdamer Platz, gegen die Vernichtung billigen Wohnraums durch Spekulanten und Multis und gegen den Bullenstaat. Des Weiteren. Einheit 1 Kreuzberg, Einheit 2 Friedrichshain, Einheit 3 Prenzlauer Berg. Notfallverstärkung anfordern. Besondere Vorsicht im Haus Machnowstraße. Gefährliche Chaoten. Zeichnen sich durch subversive Tricks aus. Steinplatten aus den Fenstern oder brennende Elemente. Möglichst schnelles Eindringen und Zugreifen. Du heilige Kacke.
mein Haus. Denn alle durchheben. Ich fass es nicht. Der Typ, der kann nicht loslassen, Mensch. Wir haben die Suche jetzt in der Turnhalle untergebracht. Mr. Gutjahr ist bei der Lagerzentrum. Vorsicht mit dem Pfeil. Wie ist die Anleitung stehen, sagen Sie mir Bescheid, ja? Achso, was ich Ihnen noch sagen wollte. Wer ist das denn? Ich bin Dr. Henkel, guten Morgen. Ich bin Ihnen von der Sicherheitsgruppe Bonn zugeteilt worden. Wir können jeden Mann gebrauchen. Ich werde Ihre Ermittlungen infrastrukturell unterstützen. Außerdem habe ich einige Erfahrungen in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Datenabgleich, Schleierfahndung. Haben Sie sich eigentlich schon gefragt, warum der Polizeipräsident nicht dem Staatsschutz die Ermittlungen übertragen hat? Sondern einem alten Kettenhund wie mir? Ich muss Ihnen ehrlich sagen, diese Frage habe ich auch schon beschäftigt. Bullen haben überall in der Stadt gefilzt, nicht nur bei uns. Ja, aber nur bei uns haben sie die Beweise gefunden. Ja, noch haben sie die Filme nicht mal gesichtet. Ja, aber wenn sie sie sichten, dann sind wir im Arsch. Wir haben ab nach Polen. Ja, was hat das mit den anderen? Was weiß ich? Ist doch nicht mein Problem. Na, ich denke mal, wir sind keine Kameradenschweine, oder? Wir wissen ja noch nicht mal, wo die heute leben. Charlottenburg betrete ich nicht. Sie wollen auch ein Stück vom Kuchen? Nehmen Sie die ganze Bäckerei. So, den Slogan in Helvetica 30 Punkte. Dahinter skribbelst du mal was an. Ja.
Hey, alle zwei Stunden änderst du das Konzept für die Erstemission. Das ist ein Problem. Ich habe kein Problem. Ich bin nämlich der Chef hier. Ich habe nur das Wohl unserer Shareholder im Auge. Nicht vergessen, wir sind 32-fach überzeichnet. Ich bin genial. Ich bin ein Genie. Und das hier ist einfach scheiße, Schmitz. Oder siehst du das anders? Hey Mann, raus hier, du kannst dir nicht einfach... Hey, du willst dich nur von Irren umgeben? Die ganze Hochglanzscheiße interessiert keinen mehr! Wo ist mein Vitasprint? Hat sich schon erledigt. Ausgebildet! Lauf die Stille! Ach du Scheiße. Hotte, alter Krüppel. Mikey! Gibt's dich auch noch? Wie geht's denn so? Alles im grünen Bereich. Mensch, Timmy, das ist ja nee. Nee, Kleiner. Was wollt ihr? Hallo, Kinder, wo habt ihr euch versteckt? Ihr könnt mich doch nicht einwickeln. Dürfen Sascha und Helga auch rauskommen? Ach, Mele, die haben doch gesagt, 6 Kinder für 6 Jahre sind okay. Na, warte, wenn ich so alt bin wie du, dann lade ich mir 33 Freunde ein. Hm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du dann noch so viele Freunde hast. Auf dem Film ist alles drauf. Der ganze Bombenbau in Großaufnahme. Ach, Mele, was soll denn das? Finde ich jetzt nicht gut. Wir wollten noch raus. Sag mal, Nele, hast du das komplett verstanden? Kacke. Ach. Ey, spinnst du? Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe das alles längst vergessen. Objekte dieser Art sind doch sonst nie hochgegangen. War eine Spitzenladung. Hast du echt drauf gehabt, Terror. Mensch, lest du nicht mehr? Hei sein, frei sein, Terror muss dabei sein! So, seid ihr sicher, dass der überhaupt drauf zu sehen wird? Meine... Das war doch keine richtige Bombe. Wir waren doch nicht die RAF. Naja, du schon. Wieso hebst du sowas auf, Mann? Sowas hebt man doch nicht auf! Moment mal, wir haben die Filme gemacht, damit wir unseren Kindern später mal zeigen können, dass wir was gegen die Schweine unternommen haben. Das kann nicht dafür, dass es halt niemand mehr interessiert. Außer die Polizei. Tito, das ist das Problem. Die Vorbereitung eines Explosionsverbrechens, Paragraph 310b StGB. Mordversuch trotz aberratio ictus. Was ist denn das? Trotz ursprünglichen Fehlschlagen der anvisierten Tat bleibt uns eine Haftstrafe von mindestens 8 Jahren. Super, 8 Jahre. Wie stellst du dir das vor? Ich bin Hoffnungsträger des neuen Marktes. Naja, vielleicht sind es auch 7. Mit einem guten Anwalt. 7 Jahre. Dann ist Melli 13, wenn ich rauskomme. Sag mal, verjährt sowas nicht überhaupt? Mordversuch verjährt nicht. Was ist denn nun los? Machen wir jetzt eine Andacht oder so? Hat doch genau die Richtigen erwischt. Die Immobilienschnalle und das blöde Schweinersbau. Wir hätten beinahe 2 Menschen umgebracht. Fühlst du überhaupt noch was? Die kommen nicht auf uns. Wir haben uns so verändert, ich würde mich ja selbst nicht wiedererkennen. Wir stellen uns. Ganz einfach. Exemplum David. Der Jurist geht mit gutem Beispiel voran. Ach ja, wohin denn? Knast? Der Aufsichtsrat wäre da. Alles klar. Ist sonst noch was? Dabei hat die Zerfallsanalyse des verwendeten Dinotrutols
sowie der unverpufften CO2-Anteile und ergeben. Cortex, schwarzer Salpeterpuder, Zucker extra fein, die alte Sponti-Mischung. Und jetzt kommt's. Das Bundesamt für Materialprüfung datiert das Alter des Sprengsatzes auf 12 Jahre. Minimum. Der Schnellkochtopf ist im November 1984 auf den Markt gekommen. Das heißt, 1984 bis 1988, das ist unsere Zeit, nicht die Gegenwart. Es mag für manche nicht ins politische Konzept passen, aber die Sache im Grunewald ist eine Geschichte aus der Zeit, als West-Berlin noch eine Insel war. Also Leute, ich will jeden, der damals aktiv war, jede chaotische Splittergruppe, wir werden sie alle wieder ausgraben. Mensch, Kimi, jetzt mach dir mal keinen Kopf. Das sind doch alles Arschlöcher geworden. Hast du doch selber gesagt. Mit denen werdet nie was geworden. Mich hast du doch tausendmal mehr auf der Kappe als so ein Werbefritze. Und Terror war... Terror, das ist doch die volle Gehirnwäsche. Aber kannst du einmal die Schnauze halten? Hey, pass auf, ja, denk aber dran. Ich bin dein letzter Kumpel. Timmy! Vergiss den Anorak nicht! Ich habe fast nicht hierher gefunden. Da stehen ja lauter neue Häuser, die ganze machen nur lang. Und vorne das Dimitrov, das haben sie umbenannt. Nennen die einfach das Dimitrov um. Ich habe jetzt lange Haare. Steht mir gut, oder? Hier regnet es ja immer noch durch. Tja, ich kam noch nicht dazu, das Dach zu machen bei all dem Stress. Letzte Zeit. 11 Jahre. Weißt du, wer die Ermittlungen übernommen hat? Manowski. Der Knüppel aus dem Sack, Manowski. Verstehst du, der kennt die ganze Szene, der weiß genau, wer wir sind. Also die anderen meinen, wir sollen das jetzt gemeinsam machen. Kann das sein, dass dich jemand geschickt hat? Ich habe mir gedacht, du könntest es machen. Also du könntest die Filme da rausholen. Die waren die ganze Zeit bei dir. Ich meine, wir wissen nicht mal, wie die aussehen oder wo die jetzt genau sind. Hey, Tim. Tim. Tim, du bist der Einzige, der weiß, auf welchen Film die Aktion genau drauf ist. Hey. Ich Flo. Ich fasse nicht. Hey. Unser Flo. Das ist jetzt so. Ich kann es auch nicht ändern. Timmy, was ist nun mit Polen? Haltet bloß die Klappe. Ich habe nichts gesagt. In Polen gibt's eh nichts zu kiffen. Okay, ich mach's. Gut. Was mit den anderen Deppen? Gute Stube, wa?
riecht denn das hier? Schön, wieder mit dir zusammen zu sein, Kleiner. Das ist doch glatt gelogen. Stimmt, Arschloch. Na Mensch, das ist doch wie in alten Zeiten. Jetzt zeig ich was der Bullerei. Also, ich werde keine Gewalt anwenden. Ich habe nur bis Freitag Zeit. Und ich werde nichts tun, was in irgendeiner Weise gegen geltende Gesetze verstößt. Aua, Icke! Sieht ganz so aus, als hätten wir eine kleine, schlagkräftige Eliteeinheit beisammen. Wir holen uns das Zeug zurück. Also was genau machen wir? Wir überfallen die Polizeikaserne Tempelhof. Der Bau, wie er heute ist, stammt aus der Nazizeit. Das Ganze steht auf dem Fundament einer Kaserne eines preußischen Kürassierregiments. Waren mal 8000 Soldaten stationiert. Aus irgendeiner Schlacht kamen aber nur 17 Mann zurück. Ist irgendwie nicht gut für die ausgegangen. Hier könnten wir einsteigen, auf der Höhe der Schlafsäle. Das ist die einzige Stelle ohne NATO-Draht. Hier ist eine Schwachstelle. Ja? Genau. Da sind doch bestimmt Leute stationiert. Stellst du mit Notausgängen oder so? Es ist echt schwer, an Informationen ranzukommen. Die halten total dicht. Aber es gibt übrigens noch sowas wie Aufzeichnungen aus dieser Zeit. Echt, ja? Die Außenmaße der Kaserne stimmen jedoch nicht mehr damit überein. Also in der Kaserne ist Bereitschaftspolizei untergebracht. 100 Mann, Tag und Nacht. Ah, und woher weißt du das so genau? Mit dem Arsch gewackelt. Die Kerle fallen drauf rein. Männer sind so blöd. Gut, Frauen sind auch nicht besser. An der Pforte herrscht Ausweiskontrolle. Da kommen wir unmöglich durch. Warte, hör auf! Nicht so anders! Nein! Geht um meinen Hund Richard, der ist weg. Ich glaube, der ist bei Ihnen drin. Kann ich ausnahmsweise mal aushausen? Dankeschön. Guten Tag. Richard! Das ganze Gebäude ist eine Festung. Panzertüren, Räumpanzer, Wasserwerfer. Ach ja. Richard! Und noch was. Kampfhunde. Richard! Hey, ist eigentlich schon schön, auch mal wieder was mit Leuten außerhalb der Krabbelgruppe zu tun zu haben. Hey, das ist aber ein großes Dudu. Sag mal, Nele, geht's noch? Dudu, Krabbelgruppe? Du warst ja immer die Beste von uns. Ich hab gedacht, aus dir wird mal was ganz besonders Großes. So also eine Art Rosa Luxemburg. Oder, naja, zumindest ein Zirkusdirektor. Wieso? Bin ich doch. Das hat alles mit Hormonen zu tun. Nestbauinstinkte und so weiter. Erst willst du die ganze Welt umarmen und dann kramst du den Bausparvertrag deiner Eltern raus, suchst dir einen Job. Wo ist denn eigentlich der Vater von dem beiden? Nicht mal 4 Jahre alt. Nach 4 Jahren geht bei mir alles in die Brüche. Wie wir vor einer halben Stunde erfahren haben, handelt es sich bei einer der beiden leicht verletzten Personen tatsächlich um einen Beamten im Bundesdienst. Soll ich nochmal welchen machen? Abendschule zum Beispiel. Kannst du heute alles im Internet machen, ne? Hm? Hab ich auch irgendwie geschafft. Oder wollt ihr einen Kaffee? Ich hab mal einen Kurs zu Hause, den leih ich dir mal aus. Ach, lern mir lieber mal einen rum.
Also Leute, wer übernimmt morgen die Frühschicht? Also ich habe morgen früh einen neuen Haftprüfungstermin. Und dann habe ich mich, glaube ich, auch ein bisschen verkühlt. Ich muss den ganzen Tag meinen Aufsichtsrat verwöhnen. Ich habe auch schon was vor. Und was, wenn man fragen darf? Ich kann einfach nicht. Mach du doch. Ich habe erst heute, ja? Und außerdem habe ich die Kinder am Hals. Ja, dann nimm dir halt einen Babysitter oder so. Babysitter oder so kostet auch mal eben 15 Mark die Stunde. So dicke habe ich es nicht. Ja, dann zahle ich es dir. Wie viele Stunden? Sag mal, spinnst du jetzt total? Spinnst du? Du kannst mich doch nicht kaufen. Habt ihr das gesehen? Die will mich kaufen. Weißt du was? Ja, der Rest der Menschheit ist nicht dafür da, dich zu bedienen. Mensch, leise, die Kinder. Denk mal dran, das weiß ich. Ey, das ganze Ding ist eine Festung. Wie kommen wir da rein? Ich glaube, wir müssen das jetzt Fachkräften überlassen. Outsourcing ist das Stichwort. Ja, das sind Profis. Die kommen mit 40 Mann über die Oder, holen die Filme raus und verschwinden noch in derselben Nacht wieder zurück nach Rumänien. Oh. 250.000, das ist ein echter Kampfpreis. Super Idee. Die stehen im halben Jahr bei dir auf der Matte, wenn denen die D-Mark ausgegangen ist. Und deine 40 Profis sind erstmal 40 Zeugen mehr. Die nehmen auch einen Scheck. Mann, kannst du auch mal was ernst nehmen? Sag mal, du Korrentenkacker, kannst du mir mal einen substanziellen Vorschlag machen? Ja, wir stellen uns! Niemand stellt sich. Nächster Vorschlag. Wir kommen von oben. Ja, wir schweben. Mit dem Fesselballon. Ich bin zu meinem Geburtstag mal mit einem geflogen. Wir landen im Hof, gehen da rein, holen uns die Filme und hauen wieder ab. Ja klar, und wenn sie nicht gestorben sind, dann schweben sie noch heute. Das ist doch Kinderkacke, Mann. Was ist denn daran Kinderkacke? Ein Luftballon, ja, ich sehe uns schon. Ja, hör doch erst mal zu, ich fand die Idee nicht schlecht. Im Ansatz vielleicht ja. Reingehen, Filme abgreifen, gut, aber nicht mit einem Fesselballon, Mann. Bisschen realistischer. Von innen. Heute benutzen wir das System. Es handelt sich um einen maschinengeschriebenen Text, wahrscheinlich auf einer der damals handelsüblichen Reiseschreibmaschinen verfasst. Mehrfach kopiert, ohne Fingerabdrücke. Das Schreiben ist unterzeichnet mit Gruppe 36. Diese Kopierung ist uns bis dato unbekannt gewesen. Wann genau traf das Schreiben bei der BZ ein? Das war am 8. April. Am 8. April? 1987. Was hat die Polizei damals unternommen? Nun, Sie müssen wissen, dass wir in den 80er Jahren in manchen Wochen 10 solcher Pamphlete bekommen haben. Auf die Sie nie reagiert haben? Normalerweise ist keines dieser Selbstlaborate hochgegangen. Warum gerade dieses? Shit happens. Sind das etwa alle Ergebnisse Ihrer Sonderkommission? Mehr können wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht mitteilen. Die Pressekonferenz ist hiermit beendet. Kamenowski, bitte. Meine Damen und Herren, das BKA Köln hat mittlerweile eine typografisch-linguistische Analyse des Schreibens anfertigen lassen. Es handelt sich bei den Bombenlegern um besonders gefährliche, zu allem entschlossene Terroristen. Der souveräne Gebrauch technischer Termini lässt auf einen universitären Hintergrund schließen. Da muss ich was zwischen Absaugpumpe und Federmuffe verklemmt haben. Dann ist das Schreiben in Teilen wieder eher fäkalsprachlich geprägt. Die Syntax hingegen neigt geradezu zu rauschhaften Exzessen. Überhaupt scheinen große Teile des Schreibens unter Drogeneinfluss verfasst worden zu sein. Und vergessen Sie nicht, diese Leute glauben wirklich an etwas. Das macht sie so unberechenbar. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Die Pressekonferenz ist damit beendet. Gute Rede. Könnten Sie die für unsere Zuschauer wiederholen? Vielleicht im Rahmen eines Exklusivinterviews. ATV Berlin. Wir machen morgen einen Hotshot, aber ohne ein Porträt Ihrer Person ist der Bericht nur die Hälfte wert. Ich denke, das ließe sich machen. So kann man doch nicht mit der Presse umgehen. Es geht dem Bürger vor allem um das subjektive Empfinden von Sicherheit. Psychologie. Der Erfolg einer Sonderkommission ist vor allem eine publizistische Frage. Hier. Wir müssen jetzt Hand in Hand mit den Kollegen von der Presse zusammenarbeiten. Gemeinsam geht dann alles viel, viel leichter. Das sehe ich anders. Pressesperre. Ab sofort. Bei mir fehlt die doppelte Portion Ingwer. So, das ziehen wir schön ab. Das sind dann 180. Mach mir eine Rechnung über 300. Wenn ich es dem Staat heute besorgen will, dann hinterziehe ich Steuern. Du bist so ein Arschloch geworden. Sag mal, kannst du gut texten? Du hast immer noch so einen direkten Ton drauf. Und kannst du überhaupt noch was ernst nehmen?
Nein. Du? Ja, schon. Meine Familie nehme ich zum Beispiel ernst, weißt du? Meine Kinder und versuche denen beizubringen, bloß nicht so zu werden, wie du bist. Ja, ist jeden Tag ein kleiner Kampf, nicht alles über Bord zu schmeißen, woran man früher mal geglaubt hat. Aber ich kann wenigstens noch in den Spiegel schauen. Das ist schön. Aber was siehst du da? Jetzt hör auf, Mike. Was habt ihr eigentlich alle gegen mich? Immerhin trage ich keine Buntfaltenhose und habe einen gewissen Unterhaltungswert. Mann, das ist so erbärmlich, was du hier abziehst. Ich liebe meine Firma. Ich liebe mein Penthouse in New York. Ich liebe meine deutsche Putzfrau. Und ich liebe mein Mobile. Hallo? Ja, das bin ich. Ist recht. Herzlichen Dank. Morgen früh um 9 erwartet man in der Polizeikaserne ein Fernsehteam, das sich für die Arbeit der Sonderkommission interessiert. Fernsehfritzen? Das finde ich gut. Ich denke, Team könnte was anschließen. Naja, Otte, ich fürchte, wir sind das Team. Wir machen eine kleine Reportage fürs Fernsehen und lassen uns bei der Gelegenheit die Asservaten zeigen. Und kommen wir zufällig an den Film vorbei, na, dann nehmen wir sie mit. Tim hat's gesagt, keiner rechnet mehr mit uns. Nixer. Und zieh dir was Anständiges an, ja? Geht ja schon wieder alles nach deiner Nase. Ja, was glaubst du, warum ich es so weit gebracht habe? Ich habe eine harte Schule hinter mir, die endlosen Diskussionen im Abbruchhaus. Heute führe ich jedes Gespräch so, dass ich bekomme, was ich will. Und der Gesprächspartner glaubt auch noch, er sei selber drauf gekommen. Typ hat bei einer Airline gearbeitet. Da bin ich dann praktisch überall billig hingekommen. Australien, Panama. Aber am liebsten mag ich Afrika. Die Wüste würde dir gefallen. Die ist einfach riesig. Endlos, ohne Zäune oder irgend sowas. Und nachts ist es eiskalt. Und wenn du dann so auf dem Felsen liegst und nach oben guckst, dann hast du das Gefühl, die Sterne gehören dir. Tim. Würde ich gerne mal sehen, so eine Wüste. Ich meine, wenn wir hier fertig sind, dann könnten wir doch mal zusammen da hinfahren. Müsste nur was für ein Hotte finden. Komisch. Alle Typen wollen immer mit mir wegfahren. Was soll daran komisch sein? Ich sollte einfach mal da bleiben, glaube ich. Weil... Im Dableiben bin ich ja auch gut. Tim! Ich denke ja gar nicht dran. Es hat so lange gedauert, dich zu vergessen. Für dich. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Klingt das nicht so? Na los, komm! Mach kaputt, was euch kaputt macht! Mach kaputt, was euch kaputt macht! Mach kaputt, was euch kaputt macht! Gegen was. Du bist nie für was. Ich will nicht mehr nur von einem Tag auf den anderen leben und nicht wissen, was morgen ist. Und ich will nicht mehr mit dir verreisen. Und ich will nicht auf irgendwelchen versifften Matratzen mit dir schlafen. Schlafen wir halt im Hotel. Du hast keine Ahnung von mir, Tim. Sag der Berg
Hallo? Ja, ich bin gleich zu Hause. Salnas, die Filme waren das Beste, was wir jemals gemacht haben. Ach. Später die Sachen in der Agentur waren eigentlich nur noch Aufgüsse. Was willst du? Ich hab was für dich. Den Scheiß kannst du behalten. Hier hast du also die ganzen letzten Jahre gesteckt. Hast du ja gewusst, wo ich zu finden war. Hast ja bloß mal vorbeikommen braucht. Die Sache war längst ausgereizt, schon lange vor der Räumung. Gar nichts war ausgereizt. Du und ich, ja? Wir hätten damals echt was bewegen können. Und tust du so, als hättest du nie was anderes gedacht, getan oder gefühlt. Hör doch auf, das ist ja nur noch peinlich. Was soll daran peinlich sein? Das war mal unsere Stadt, die Stadt unserer Träume. Versifft und abgefuckt. Aber wir haben immer gewusst, wo der Strand ist, immer. Das ist 11 Jahre her, Tim. Sag mal, wie lange willst du noch so rumrennen? Bis 40, bis dir die bunten Haare ausfallen? Mach was aus dir. Du verschwendest dein Leben, Tim. Ach komm, verschwör mich mit deiner Kommerzscheiße. Ich lass mir nicht ins Hirn pissen. Ich werd nicht so wie du. Willst du nicht oder kannst du nicht? Wo bleibt ihr denn? Du hast einen Babysitter bekommen. Wie? Mann, ich habe keinen Babysitter bekommen. Wo ist Tim? Keine Ahnung. Und Flo, wo ist Flo? Na, war die Einmann in ihrem Leben pünktlich? Ja, super. Sonst noch jemand ohne Fahrschein? Alles klar. Hi, Terror. Dann gehe ich jetzt alleine rein. Na, dann gehe ich selbstverständlich mit. Kumpel, ich sag's dir nur ungern, aber dir fehlen 2 wichtige Voraussetzungen zum Gehen. Hotte. Weißt du was, du könntest mir einen riesigen Gefallen tun und auf Melli und Leander aufpassen. Super. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich.
schnell zu denen. Haben Sie einen Ausweis dabei? Tada! Wie siehst denn du aus? Na gut sieht er aus. Na gut sehe ich aus. Sorry, dass Sie warten mussten. Henkel, hallo? Hallo. Ich habe im Moment einiges um die Ohren. Das macht gar nichts. Wir sind beim Fernsehen. Wir sind gewohnt zu warten. Profis. Das ist unser Kameramann. Der Beste, den wir bekommen konnten. Tja. Wollen wir? Na denn? Hallo. Mensch, jetzt hast du aber mal etwas verpasst. Hey. Gruppe 36 war so eine Art autonomer Filmclub, irgendwo in Kreuzberg. Die Chaoten haben geklaute Filmkopien gezeigt, verschnitten mit eigenen Propagandafilmen etc. Wir brauchen Veranstaltungshinweise, Melderegister, Datenabgleich von Sozialversicherungsnummern etc. Jetzt kann dieser Typ vom BKA mal zeigen, was er kann. Wo ist der eigentlich? Hier haben wir die Bereitschaftspolizei untergebracht. Die Männer sind innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit. Im Senat ist es vor allem wichtig, dass sich der Bürger jetzt nach dem Anschlag im neuen Berlin sicher fühlt. Du Onkel Hotte, wo sind eigentlich deine Beine? Er hat mir die Polizei geklaut. Einfach so weggenommen? Das ist aber gemein. Ich weiß, was die Lele da drin macht. Was denn? Vielleicht bringt sie die Beine ja wieder. Sagen Sie mal, diese beschlagnahmten Beweismittel, wo werden eigentlich die gelagert? Die lagern wir in der Asservatenkammer. Interessiert Sie das auch? Uns interessiert eigentlich alles. Wo ist Henkel? Wir sind welche Journalisten durchs Haus. In der Ostwind. Konfiszierte Beweismittel werden hier alphabetisch nach Straßennamen geordnet und sortiert und systematisch ausgewertet. Jetzt nicht. Tja, meine Leute arbeiten rund um die Uhr. Und anschließend wird Berlin gesäubert. Die Frage ist nur, was passiert dann mit den Chaoten? Wie meinen Sie das? Na, wo bringen wir die alle hin, wenn die Stadt erstmal gesäubert ist? Was soll ich Ihnen sagen? Ins Arbeitslager! Können wir mal ganz schnell dieses Motiv... So gesehen hatte die Sache im Grunewald ja auch ihr Gutes. Ja, so gesehen. Außerdem hat's genau die Richtigen erwischt. Die Immobilienschnalle und das blöde Schwein aus Bonn. Von welchem Sender genau? Kommen Sie nochmal? Ja, ich denke, wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Du bist so ein Arschloch! Sag mal, Timmy,
War doch immer los, geh, die alte Sauber. Hättest du nicht einmal die Klappe halten können? Terror, fahr zu. Weißt du, du bist so ein Idiot. Jetzt lass doch mal Tim in Ruhe. Oh ja, Entschuldigung, Prinzessin. Wo hast du eigentlich gesteckt, hä? Ich habe mich minimal verspätet. Typisch, wie früher. Ab einem gewissen Schwierigkeitsgrad kann man eben nicht mehr mit dir rechnen. Kannst du mal Gas geben? Das ist rechts unten. Weißt du, was da ein Problem ist, Nele? Du bist einfach eifersüchtig. Eifersüchtig, worauf? Weil dir alles vorne und hinten reingesteckt wird? Ich muss arbeiten, Schätzchen, verstehst du? Hart arbeiten. Nele, kannst du mal die Gürtel runterpegeln? Was ist denn nur los? Da hinten kommt die Bullerei! Fahr zu! Wir werden ins Gefängnis kommen. Wir sind Kriminelle, die kriegen uns. Fahr, Mann, worauf wartest du? Es ist rot. Es ist rot? Es ist rot. Fahr endlich, du Idiot! Wir sind auf der Flucht, Mann! Deinetwegen werde ich nicht gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen. Radikal M, Hotter am Apparat. Ich hasse dich. Wegen Typen wie dir hat es das Dritte Reich gegeben. Ist jetzt gerade nicht so günstig. Wir werden unserer gerechten Strafe nicht entgehen. Wir sind schuldig, Freunde. Wir sind alle schuldig. Bist du noch zu retten? Jetzt fahr endlich los, Mensch! So fing es bei uns zu Hause auch an. Erst die Streiterei, dann Schweigen. Tja, heute hat sie die Kinder und die Deutschen in Bernau. All die Schuld, die wir auf uns geladen haben! Zurück, du Vollidiot! Erho! Robert. Ich kann das nicht. Das macht doch nichts. Eben doch. Ich weiß, dass ich bescheuert bin. War ich schon immer. Aber in der Machnuller war das egal. Da war ich einfach der bekloppte Terror, der Sitzpinkler. Der gehört einfach dazu. Hey, komm mal her. Lass mich einfach, ja? Kannst du mich einfach lassen? Ich hab die Filme in der Kiste liegen sehen. Ich gebe uns ein, zwei Tage. Vielleicht sind die Bullen schon in meiner Agentur. Ja, gib mir mal Schmitz. Schmitz? Ja, pass mal auf, mein Lieber, weil das kann ich dir jetzt nicht sagen. Bei 90 stößt du alle Aktien ab. Ja. Ja, adieu. Ich dachte, wenn uns jemand da rausholen kann, dann du. Mama, müssen wir alle jetzt ins Gefängnis? Wir bauen sie noch mal. Hä? Wir bauen noch mal so ein Teil. Wir bauen noch mal eine Bombe und jagen die Beweise in die Luft. Ja! Wir bringen doch nicht noch mal Menschen in Gefahr. Freitagabend ist da kein Schwanz. Kann mir mal jemand 20 Mark für ein Taxi leihen? Ich finde das nicht witzig. Ich finde das gar nicht witzig. Danke, kriegst du wieder. Tim? Du bist eindeutig ein Fall für die Psychiatrie. Und ich habe keine Ahnung, wie ich auch nur einen einzigen Tag die verpisste Dusche mit dir teilen konnte. Das ist mit Abstand die krankeste Idee, von der ich jemals gehört habe. Und ich liebe kranke Ideen. Es wäre machbar, es wäre groß, eine echte Herausforderung. Ich bin dabei. Sind wir wahnsinnig? Nee, nee, niemals. Nie. Komm mit. Woche Hausdurchsuchungsbefehle für etwa 350 Leute, die über die Jahre in dem Haus in der Machnerstraße gewohnt haben. Datenabgleich von Verfassungsschutz, Schleierfahndung, das ganze Programm so wie früher. Mein Spahne, die Zeiten sind vorbei. So eine Aktion ist sofort rum. Und wenn das wieder eine Panne wird, dann habe ich die ganze Presse am Hals. Du hast ja gar keine Ahnung, unter welchem Druck ich stehe. 5, 6 Leute haben sich an diesen Pinsel vom BKA rangespielt, um Informationen über den Stand meiner Ermittlungen zu bekommen. Beweise.
Bring mir stichhaltige Beweise. Da fall ich 12 Jahre zurück. Da gibt's keine Beweise mehr. Was soll ich tun? Sie auf frischer Tat ertappen? Ist vielleicht ein spießiger Gedanke, aber wie wollt dann die Bombe da reinbekommen? Na, genauso wie die Filme reingekommen sind. Das trojanische Pferd, 1300 vor Christus. Der größte Verpackungserfolg in der Geschichte der Werbung. Danach kam praktisch nichts Neues mehr. Ja, ja, ist ja schön und gut. Aber selbst wenn die Kisten in den Asservaten landen, wie wollen wir sicher sein, dass gerade unsere Filme in die Luft gehen, ha? Na, jemand geht mit rein. Wer soll denn da reinpassen? Hm? Vielleicht ein Kind. Sehr witzig. Niemand kommt da rein. Ich hab gesehen, wie das funktioniert. Die tun die Kiste neben den Buchstaben M ins Regal abkommen. Lili, ich kann nicht mehr schlafen. Melli, wir probieren jetzt mal was ganz Neues. Du bist das Kind, ich bin die Erziehungsberechtigte. Ich sag, wo es lang geht und du hältst die Klappe. Okay, Leute, Kapitel 7, Herstellung von Brandbomben. Was ist mit dir los? Ich krieg nicht auf. Drehen. Ja, ich versuch's. Hast du mal eine Zange oder sowas? Weiter versuchen. Da ist eine Zange. Da, hier. Okay. Vorsicht! Irgendjemand, ob da ein Drittel oder zwei Drittel Ammoniumnitrat reinkommt. Ja, komm mal ordentlich hin, wa? Ich hätte da noch was gegen Letzterei. 100% Bio. Ist unter meinem Niveau. Aber gut.
ist da die Polizei? Ja, können Sie mal einen Funkstreifen vorbeischicken? Die Chaoten mischen hier die ganze Gegend auf. Ja, weiß ich nicht. Irgendwas mit Baustopp. Baustopp, hab ich gesagt. Mach nur Straße. Ja. Nein, Terror, die Frisur. Nein, seid bereit. Yes. Nele, du warst echt eine coole Bratze. Bratze. Lass uns abhauen, die Bullen sind gleich da. Tim, guck mal, da ist Tim. Ja! Du umgerottelt deine Beine. Deine Beine sind wieder da. Ja, genau, Melli. An dem Tag hatte ich noch Beine. Warte. Und am nächsten Tag waren sie weg. Warte, warte mal. Ich hast du Beine! Und am anderen hast du keine! Ich hast du Freunde! Und am nächsten Tag sind sie weg! Sind sie weg! Die haben doch alle verpisst, als der scheiß Wasserwerfer über mich drüber gefahren ist. Das war Krieg! Krieg war das! Und ich gesagt, das ist das hier! Das war ich ab, ja, und sei dir! Arschlöcher! Arschlöcher! Du bist doch der Einzige, der geblieben ist! Arschlöcher! Arschlöcher, kein Pferd! Komm wieder runter! Hilf mir! Hilf mir! Du bist nur ein bisschen unterzuckert, okay? Aber das war doch alles nicht umsonst. Nein, das war nicht umsonst. Unsere Sache ist doch immer noch wichtig. Hey, die Scheißjahre sind vorbei. Es wird alles so wie früher, okay? Glaub mir. Leute, ab geht's übers Dach. Übers Dach? Super Idee. Und heute lassen wir hier, oder was? Nee, nee. Jetzt ist alles im grünen Bereich. Keine Sorge. Die nehmen wir nie mit. Das ist Ding viel zu heikel. Das stimmt. Die lassen ihn immer hier. Abflug. Jo, mach den! Pass auf dich auf, warte. Mach ich. Bitte Remus! Kollege, das ist ein Missverständnis. Das ist ein Kollege. Was ist denn mit deiner Kamera? Du wirst mit deiner Kamera verpissen. Verpiss dich das! Das war knapp. Vier Stunden ist der Spuk vorbei. Das war's also. Komm, Elli. Wir sind immer noch ein Spitzenteam. Wir müssen unbedingt zusammenbleiben. Ja, super. Schlagt euch alle mal zum Pizzaessen ein. So meine ich das nicht. Wir könnten wieder zusammenziehen. So wie früher. Keiner ist mehr allein. Am Donnerstag ist am Lehrtag. Hey, Tim. Mann, Tim, wir haben alle noch einen kleinen Job am Hals. Na und? Es wäre besser, wenn man uns so schnell nicht mehr zusammen sieht, so 14 Jahre oder so. Wir kennen uns nicht und haben uns nie gekannt. Nein. Das hätte man auch anders sagen können. Nee, Flo, das kann man nur so sagen.
Alles korrekt. Komm, wir gehen. Tim, ich kann nicht. Und? Wie haben wir es? Wird jetzt geheiratet oder nicht? Ich habe immer gesagt, ich kann nur bis Freitag. Freitag um 9. Tim! Schon die eigenen Leute die Sache vermasseln. Ich werde sie dir bringen, du kannst dich auf mich verlassen, Ralf. Ich kann dich in deiner Kamera verpissen. Hau ab hier! Ich nehme dich erstmal aus der Schusslinie, Manni. Kollege Henkel wird für dich übernehmen. Ich unter diesem Pinsel? Das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Genau genommen hast du längst Anspruch auf Vorruhestand. Du schickst mich in Pension? Mensch, ich bin gerade mal 60. Das ist mein Fall. Ich bin so knapp davor, die Typen zu erwischen. Das kannst du mit mir doch nicht machen. Mensch, Ralf, ich dachte, wir sind Freunde. Straße 236. Sie vermissen.
93, weg damit. Ich hatte eben einen Blackout. Ich war nicht mehr ich selbst. Ich war ein anderer. Nein? Jetzt nicht, verdammt! Schaffen wir die Penner vom Hals, okay? Kannst du mal ins Telefon gehen? Reicht das jetzt? 50 Mäuse für ein Haushalt. Das Zeug ist doch nicht zu wert. Sei doch mal ehrlich. Gut, 100. Das ist gut. Okay, 120. Mein letztes Wort. Ja, hier ist Hoffe, grüß dich, Terror. Wenn du da bist, gab es zwei Brandhände, das wäre nett. Ich befinde mich hier gerade in fraglichen Keller und... Scheiße. Ich sitze fest, Mensch. Nicht so schnell. Gut. Ich gebe dir 150 Mäuse, weil ich dich mag. Hm? Schau, solid Shot hier. Mäuse. Was habt ihr mit Hatte gemacht? Ey! Keine Ahnung, wie du der Kollege ist. Ich mein! Ja! Was? Ey, für dich. Ich. Timmy, du, ich fass das nicht. Mensch, du Idiot, wo steckst du? Timmy, mit der Jutta sind den ollen Bühlentipper. Hey Mann, was ist denn nun? Weißt du, was mich die Stunde Bagger da unten kostet? Na dran, 150 und die Mobilfunker, weil ich dich mag. Hey Mann, das ist ein Sony. Dein ganzer Bagger. Bleib dran, hat er okay. Hey, und keine Auslandsgespräche. Ich hab Scheiße gebaut. Ich wollte nur das Beste. Ich hab wirklich alles ausprobiert. Ich hab auch alles bis ins Detail geplant. Alles schiefgelaufen. Tut mir wirklich leid. Jetzt bleib ganz ruhig heute. Ich bin schon unterwegs, okay? Ich hab jetzt einfach ein Riesenproblem. Ich wollte mal subtrahieren aus der Gefahrenzone. Und das klappt nur nicht. Und ohne dir klappt das schon ja nicht. Hey, Robert. Hotte. Der braucht uns. Der hätte uns auch damals nach dem Unfall gebraucht. Was ist denn los? Naja, es ist noch ein bisschen größer. Was ist? Beeil dir hier. Ja. Der hätte uns auch nach der Räumung gebraucht. Manchmal kriegt man eine zweite Chance. Ich möchte sie nutzen. Klingt schön. Timmy, auf den Plänen, war, die habe ich genau studiert. Wirklich. Da waren Notausgänge, wirklich. Und ich dachte, das ist meine Chance. Erinnerst du dich noch an unsere Kübelaktion in diesem Luxusrestaurant in der Oranje? Oh Mann, hör mir auf, war das eine Sauerei, ja. Die ganze Scheiße an den Wänden, Mann, hat das gestunken. Das hat Spaß gemacht, riesen Spaß gemacht. Was ist mit dir? Wisst ihr, du warst immer parat. Komisch. Jetzt, wo ich so ganz alleine bin, denke ich mal. Hättest du dir mal anständig bedankt beim Timmy, wa? Danke, Timmy. Du bist mein bester Kumpel, ist das? Okay, mit dir. Tim? Tim? Ach, Schnauze, Mann! Was sucht der Idiot überhaupt in diesem Keller? Hat ihn irgendjemand darum gebeten?
Wenn er mit der Bombe hochgehen will, dann ist das verdammt nochmal seine Entscheidung. Wir holen jetzt heute da raus. Kommst du mit oder nicht? Das ist doch heller Wahnsinn! Wir sind ja gerade erst raus. Ja. Ja, ja, dann bin ich halt ein Arschloch. Aber ein Arschloch in Freiheit. Darf ich mal? Danke. Dann eben ohne dich. Moment. Arschlöcher gehören auch dazu. Terror! Terror! Leiter! Wir waren die letzten Jahre ja auch ganz schön anstrengend, Hester. Haben gekämpft wie die Blöden. Also auch ja, ganz schön auf die Schnauze gekriegt. Ist mir eine echte Antwort. Mensch, da bist du ja endlich. Mensch, lässt mich ja labern und... Hatte? Scheiß. Schöne Bilder. Das ist nichts zu wünschen übrig. Und was soll das da? Besser, dann wollen wir mal. Oder wartet ihr noch auf die anderen? Ich fürchte, da könnt ihr lange warten. Hier kämpft jeder für sich alleine. Glaubt nicht, dass auch nur einer eurer Freunde den Kopf für euch hinhält. Die lassen euch eiskalt verrecken. Okay. Freundschaft wird im Allgemeinen überbewertet. Die Fronten verlaufen längst nicht mehr rechts oder links der Barrikade, sondern zwischen denen, die es geschafft haben, und den paar Irren, die versucht haben, sich treu zu bleiben. Ihr seid allein, so sieht's aus. Die letzten aus der Schwarzen Front, die letzten Mohikaner von Berlin. Wisst ihr, wo ihr euch befindet? Ein lautes Wort und hier unten stehen 100 Mann Bereitschaft. Sagen wir, ihr seid in die Kaserne gekommen, um euch freiwillig zu stellen, dann könnt es glimpflich für euch ausgehen. Ihr redet ein bisschen, wer sonst auch so dabei ist. Denkt ihr, wie weit ihr kommen werdet? Ich werde aussagen. Hey, Tim, lass ihn doch einfach.
Niemand sagt ja aus. Tim. Hey, Tim, komm jetzt. Lass mal hier sein. Ich weiß doch nie, was das ist. Irgendwie haben wir doch alle eine Schacke seit damals. Vielleicht war da doch was drin im Tränenjahrs. Du hast recht, Bulla. Die Fronten verlaufen längst nicht mehr rechts oder links der Barrikade, sondern zwischen denen, die es geschafft haben, und den paar Irren, die versucht haben, sich treu zu bleiben. Fahndung einleiten. Einsatzwagen, Hubschrauber, alles was wir haben. Zack, 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 zack. Die kommen nicht weit. Waren das die Leute, die Sie im Visier hatten? Das waren diese Typen aus der Machnowstraße, stimmt's? Das kann ich nicht bestätigen. Die waren immerhin vermummt. Ach, komm, Szymanowski, wir beide kommen ganz groß raus, Sie und ich. Komisch, ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Ich habe da regelrecht einen Filmriss, die langen Dienstjahre. Wir haben schließlich immer dasselbe Zeug weggeatmet wie die Chaoten. Vielleicht, dass da mal was im CS-Gas war. Okay, wie Sie wollen, Manowski. Wir werden im Keller ohne dies genug Hinweise finden. Spurensicherung jetzt. Warte mal, jetzt halt doch mal an. Du, Timmy.
glaube, ich muss mal umorientieren, weißt du? Gewissermaßen auf eigenen Beinen stehen. Das wäre nicht schlecht. Ey, warte mal, komm. Oh. Ist du, karrieremäßig gesehen, mit Computer und alle, du. Surfen und, verstehst du, der faktischen irre Gelegenheit. Wenn ich da drauf werde, dann... Mensch, die mir. Ich kann mir doch nie mein ganzes Leben lang um dich kümmern. Was ist denn los? Was tun wir jetzt brennen? Bist du schwer, ey, für eine halbe Portion. Ey, Tim, lass mal gut sein. Dann kann ich alles noch heim, weißt du? Kann mir jemand mal ein Zwanni leihen? Das kriegst du auch garantiert zurück. Ja, das will ich auch hoffen, Darling. Ja, so dick aber du auch nicht mehr, wa, Mikey? Das ist nicht mehr so rosig auf dem neuen Dings da. Mensch, Mark, ne? Timmy! Kick der WLAN! Ja!